Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau. Ich möchte Ihnen jetzt den diesjährigen Cannes-Gewinner The Square vorstellen. Der Film ist von Ruben Östlund und erzählt von einem Kurator eines Museums, dessen Selbstbild durch eine Reihe von Situationen, Begegnungen und Ereignissen in Frage gestellt wird. Das große Thema des Films ist der moralische Zustand unserer Gesellschaft und die Frage von sozialer Anteilnahme, von Misstrauen, von Verantwortung. Und das Spannende an diesem Film ist, dass der Zuschauer das nicht nur sozusagen auf der Leinwand verfolgt, sondern im Grunde immer wieder selber vor der Frage steht, wie er sich in diesen Situationen verhalten hätte oder wie das Verhalten der Figuren auf ihn wirkt. Das heißt, der Zuschauer selber gerät immer wieder in so eine Art moralisches Dilemma, während er die Handlung verfolgt. Das dauert ungefähr 2,5 Stunden und ist trotzdem unglaublich kurzweilig und hochgradig amüsant erzählt, sehr ironisch. Und es gibt zum Beispiel eine Szene relativ gegen Ende, da gibt es so ein Dinner für die Honoratioren dieses Museums und da tritt ein Mann auf, der so eine Art Gorilla-Performance macht und die läuft komplett aus dem Ruder und man sitzt da vollkommen gebannt und fragt sich, wie wird sich diese Situation auflösen und vor allem, wie würde ich mich in dieser Situation entscheiden? Das ist sehr typisch für diesen Film, also man ist selber ständig in dieser Frage von moralischer Verantwortung und sozialer Verantwortung. Immer die Frage, misstraue ich eigentlich Menschen oder vertraue ich ihnen eher? Also ein hochgradig spannender, sehr, sehr aktueller Film, der in meinen Augen ganz zu Recht die Goldene Palme gewonnen hat.